Servus, grüezi und willkommen bei Pauls gesunder Küche. Ich sitze hier mit Leonie, Berliner Bodybuilding-Meisterin und langjährige Bodybuilding-Erfahrung. Und heute geht es speziell um Bodybuilding bei Frauen. Kleiner Real Talk, viel Spaß dabei, starten wir rein. Also Leonie, wie lange trainierst du und wie waren deine Anfänge? Hast du dich durch einen Trainer irgendwie gestartet oder einfach selber? Tatsächlich gar nicht. Also ich habe alles alleine angefangen und ich trainiere jetzt seit 6 Jahren mittlerweile, habe mit Homeworkouts so angefangen, das war schon vor den 6 Jahren und irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, ich brauche mehr Reiz und mich dann im Ausland im Fitnessstudio angemeldet und dann hat das Ganze so angefangen. Dann habe ich mit Gewichten angefangen zu trainieren, habe mich sowohl im Internet als auch in Literatur informiert und von meinem Papa habe ich früher auch schon ein bisschen was gelernt. Er hatte früher im Keller so einen Sportraum und da war es immer ganz aufregend, wenn man da. Und der hatte dir auch gesagt, was für Übungen du machen sollst oder was du gar nicht machen sollst, weil du dann zu muskulös wirst oder so? Na, er hat mich so ein bisschen an Sachen rangeführt. Wir haben tatsächlich damals auch Bankdrücken und Lachzug gemacht, als ich schon ganz klein war, aber das war natürlich nur so zum Spaß. Ja. Aber also ich habe in meinem Freundeskreis natürlich auch viele trainierende Frauen gehabt, auch in meiner Schulzeit, wie ich begonnen habe zu trainieren, waren auch immer wieder Mädels im Gym. Und da war halt so das klassische Ding, zweimal die Woche Beine vielleicht und dann ein bisschen Bauch, also richtig. Bauch pro Bauch, Tage. Ja. Das meiste natürlich nicht an der Maschine, sondern entweder frei. Also viele gehen ja einfach sogar ins Gym, nur um dort an der Matte irgendwelche Übungen zu machen. Richtig. Ich weiß nach wie vor nicht warum, ob man einfach die Gym-Atmosphäre braucht, um sich zu motivieren. Aber Muskelaufbau ist doch ein bisschen Bauch pro Training jetzt nicht ganz so krass. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. In deinem Umfeld? Also ehrlich gesagt kenne ich gar nicht so viele krass trainierende Frauen. Bis wahrscheinlich wirklich gar keine, zumindest nicht persönlich. Zumindest nicht die so trainieren wie ich. Es gibt dann halt immer so die Occasional Lifters, also die wirklich so ab und zu vielleicht zweimal in 2 Wochen insgesamt trainieren. Aber so wirklich durchgängig hart trainierende Frauen eher nicht. Und wenn, dann liegt halt wirklich der Fokus auf dem Unterkörper. Ja. Also die meisten Trainer sowieso keinen Oberkörper, weil sie halt Angst haben, dass sie zu muskulös werden. Ja, es ist auf jeden Fall überbewertet, würde ich mal sagen. Also ich habe früher wirklich sehr intensiv Oberkörper trainiert, auch mehr als Beine auf jeden Fall. Und da ist schon einiges gewachsen, klar. Aber und haben dann andere Frauen zu dir gesagt, boah, du bist mir viel zu muskulös oder, oder Männer zum Beispiel? Nicht. Also Männer schon, aber ich denke mal, das ist natürlich dann eine extreme Präferenz. Also viele Männer bevorzugen natürlich so die zarten, kleinen Frauen und in das Bild passe ich halt einfach nicht rein und das ist so. Aber du bevorzugst halt auch nicht die Männer, die jetzt die zarten, kleinen Frauen präferenzen. Nein, also, natürlich nicht. Sie hat nicht umsonst einen Freund, der 1,96 groß ist und 115 Kilo wiegt. Aber ja, hat halt jeder andere, sag ich mal, Präferenzen, Vorlieben, wie auch immer. Richtig. Aber ja, grundsätzlich ist es ja auch so, je mehr Muskeln man hat, desto mehr verbrennt man. Die meisten Frauen trainieren dann vielleicht zweimal die Woche, lethargisch 30 Minuten, würde ich mal sagen, mehr oder weniger intensiv, machen dann vielleicht noch ein bisschen Cardio und denken, dass sie dann Fett verlieren, weil die meisten haben ja dann trotzdem noch das Ziel, dass sie Fett verlieren oder dass sie zumindest ein bisschen getonter werden, sage ich mal, ihre Figur etwas stimulieren. Aber jetzt mit ein bisschen Mickey Mouse Training und die meisten essen, achten nicht mal auf ihre Ernährung, sie essen zumindest kein Protein. Und essen einfach nur Salat oder was auch immer. Habe ich ja mit Johannes schon mal angesprochen, dass die Diät-Herangehensweisen bei vielen einfach richtig, richtig schlecht sind. Auf jeden Fall. Und da muss man sich einfach denken, was sind konkret Unterschiede zu Männern und Frauen, was Training angeht? Oder sollte es da überhaupt Unterschiede geben? Und meiner Meinung nach, also kann man eigentlich genau gleich trainieren wie ein Mann. Und ich weiß auch nicht, warum viele Frauen immer noch Angst davor haben, vor krassem Krafttraining oder schweren Krafttraining, weil es einfach nur Vorteile für den Körper birgt. Richtig. Außerdem ist es auch genetisch so, dass man als Frau einfach gar nicht so viel Masse aufbauen kann. Ja. Also man muss keine Angst davor haben, dass man nur wegen einem halben Jahr Training auf einmal total explodiert. Es wird einfach nicht passieren, solange du keine Substanzen zu dir nimmst. Und selbst wenn, also du bist ja jetzt für eine Frau relativ muskulös, du trainierst jetzt 6 Jahre und dein Ziel ist halt einfach, so viel wie möglich Muskeln draufzupacken. Und du isst 3000 Kalorien, also für viele Frauen ist es halt schon sehr, sehr viel. Die meisten essen vielleicht 1200, 1300, wenn es hochkommt. Und ihr könnt dann halt auch einfach so viel essen, weil ihr so viel verbraucht. Und du hast doch den Hunger dafür, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Also hohe Aktivität, da kann man auch viel essen und umso geiler genießen, würde ich sagen. Ja, definitiv. Apropos. Genau. Ich kann mich ja nicht in eine Frau reinversetzen.
und weiß nicht, wie das jetzt ist, im Gym zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass viele einfach gerne in ihrem Frauenbereich sind, vielleicht so separat wie möglich von allen anderen Männern, ohne irgendwie mit Blicken gestört zu werden, weil ich habe schon mitbekommen, dass definitiv viele unangenehme Blicke kassieren. Ich weiß auch nicht, was man da in vielen Männern vorgeht, warum man das machen muss, warum man so krass beobachten muss im Gym, wo man sich einfach aufs Training fokussieren kann. Aber ich kann das schon verstehen, dass manche einfach vielleicht sogar nur ins Frauengym gehen oder gar nicht sich ins Gym trauen. Richtig. Weil da so viele Blicke sind. Das ist dann tatsächlich wahrscheinlich eher der meistgesehene Fall, dass die Frauen dann halt wirklich nicht gehen, weil sie sich einfach nicht trauen oder zum Beispiel nur zu Uhrzeiten gehen, wo halt wenige Leute da sind. Ich persönlich hatte dieses Problem nie, weil ich da doch sehr selbstbewusst war von Anfang an, aber ich weiß, dass es halt wirklich vielen Frauen so geht, dass sie sich auch falsch fühlen in der Gewichtecke beispielsweise, weil halt immer noch dieses stereotypische Bild existiert von Männern, die halt im Fitnessstudio hart trainieren, die auf der Bank liegen, die die Gewichtsscheiben umherräumen und eben nicht dieses Bild von der Frau, die auch schwer hebt, schwer trainiert, existiert. Und ich glaube, da liegt halt das Problem, dass es einfach gesellschaftlich noch nicht so angesehen, akzeptiert ist und sich deswegen die meisten Frauen nicht trauen. Also das ist auch immer nur eigentlich jetzt so noch in den Deutschland, Österreich, Schweiz Ländern, weil zum Beispiel in Spanien, da sind so viele Frauen im Gym, die einfach an normalen Kraftgeräten trainieren, im Kurzhantelbereich sind, und ich feiere das extrem. Also auch wenn in Deutschland mal Frauen irgendwie Hilfe brauchen, ich bin immer gerne zur Stelle, um zu helfen, einfach weil ich es geil finde, dass sie Krafttraining machen. Natürlich genauso bei Männern. Also man soll sich ja gegenseitig unterstützen. Das ist eigentlich alles so eine Community, kann man sagen. Und einfach Support zeigen und jetzt nicht irgendwie geiern oder gaffen oder was auch immer oder unangenehme Blicke austauschen, weil das einfach niemand nice findet. Voll. Ich fühle mich manchmal als Mann auch unangenehm beobachtet. Jetzt nicht unbedingt von Frauen, aber manche Männer schauen da auch schon komisch oder geben irgendwie komische Kommentare von sich. Zumal sich da ja auch nicht jede Frau einfach nur belästigt fühlt, sondern es gibt auch viele, die sich dann fragen, okay, was mache ich denn falsch? Führe ich die Übung vielleicht nicht richtig aus und oder sehe ich nicht gut genug aus, um hier im Fitnessstudio sein zu dürfen? Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, weil das sehr am Selbstwertgefühl und eben auch an der Selbstsicherheit rummanipuliert und sich deswegen die Frauen dann noch weniger trauen, ins Fitnessstudio zu gehen. Und was würdest du jetzt dann Frauen empfehlen? Sollen sie sich einen Coach suchen? Wie sollen sie vorgehen, um im Fitnessstudio, sag ich mal, gute Fortschritte zu machen oder ihre Ziele zu erreichen? Also ich würde sagen, jetzt gar nicht unbedingt einen Coach sich nehmen, sondern halt erstmal erlernen, im Gym selbstbewusst zu sein. Also am besten versuchen, sich zum Beispiel eine nice Playlist zu erstellen mit seinen Lieblingssongs, sodass man sich richtig in so eine Atmosphäre hineinversetzen kann, wo man sich wirklich auf sich fokussiert, vielleicht was Nices anziehen, was einem sehr gut gefällt, das aber vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Ich trainiere zum Beispiel auch super gerne einfach mal in einem Hoodie, da fühle ich mich total gut und das Workout wird einfach auch immer mega, mega gut, wenn man sich ein bisschen besser einpackt, sage ich mal. Ja. Und ansonsten einfach versuchen, auf sich selbst zu fokussieren. Die Außenwelt komplett ausblenden, Kapuze drüber, Kopfhörer rein und sich einfach auf sich fokussieren und immer auch im Kopf behalten, dass jeder mal angefangen hat. Weil niemand geht ins Gym und fängt dort direkt an, wie ein Profi zu trainieren. Jeder lernt immer noch dazu, auch wir lernen immer noch dazu. Niemand ist perfekt geboren und jeder fängt irgendwo mal an. Und das muss man sich halt auch wirklich immer vor Augen halten. Und ansonsten einfach immer einen bösen Blick aufsetzen und alle dumm anschauen. Richtig, das mache ich besonders gerne. Dann wird man auf jeden Fall nicht gestört. Oder einfach am besten so ein bisschen rumschreien, dann wird man vielleicht auch von allen respektiert. Aber ob man das dann möchte, weiß ich nicht. Aber ja, sucht euch ein Ziel. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, sucht euch Hilfe. Also jetzt einfach ins Gym zu gehen und ein bisschen Bauch-Po zu machen, ist vielleicht einmal die Woche ganz okay. Aber wenn ihr wirklich euch definieren wollt oder vielleicht sogar ein bisschen Muskeln aufbauen wollt, sind schon ein paar Gewichte nötig und die meisten trainieren doch einfach zu leicht. Also ich weiß nicht, ob die Angst vor Anstrengung haben. Aber was ich mitbekommen habe, hören halt Frauen kern 10 Reps vom Muskelversagen auf, wenn überhaupt, sind dann zwischendurch an der Adduktormaschine am Handy. Mhm. Dann machen sie wieder so ein paar Übungen, manche sogar währenddessen. Während der Ausführung, ja. Also ich habe echt schon Schlimmes gesehen. Das Ding ist halt auch immer, es wird dann Veränderung erwartet, ne? Aber es kommt dann natürlich keine Veränderung. Also man muss schon wirklich an sein Limit gehen. Ich glaube, eine große Hemmschwelle ist dann natürlich auch nochmal so das Aussehen, weil viele Frauen sich auch nicht trauen,
angestrengt auszusehen. Ja. Sie schämen sich oder dafür zu schwitzen oder genau, rot zu werden. Oder Schweißflecken zu haben. Habe ich auch schon Nachrichten zu bekommen. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich Schweißflecken im Schritt habe oder so? Es ist doch normal, wenn man sich anstrengt und wenn man arbeitet, dann schwitzt man natürlich auch und man sieht jetzt nicht aus wie frisch geduscht und perfekt fertig gemacht. Aber das ist ja auch ein Zeichen von harter Arbeit. Ne? Muss man auch immer so aus dem Blick Man geht auch ins Gym, um zu schwitzen in den meisten Fällen. Deshalb streng dich an, Leute. Frauen da draußen, tut was für euren Körper. Seid sportlich, macht intensives Krafttraining. Und ihr werdet sehen, ihr werdet nur Benefits davon haben. Auf jeden Fall. Zu eurer Figur wird es extrem gut tun. Ihr werdet viel mehr essen können, als ihr sonst esst. Ja. Ihr werdet euch energievoller fühlen und vor allem diese Glücksgefühle nach einem schweren Training. Definitiv, unübertrefflich. Die sind unbeschreiblich. Und falls ihr eure Hormone und natürlich eure essentiellen Fettsäuren optimal versorgen wollt, kann ich euch nur Omega-3 empfehlen. Egal, ob ihr Veganer, Vegetarier oder auch Fleischfresser seid, normalerweise haben die meisten Menschen Omega-3-Mangel, weil es einfach schwierig ist, über die normale Ernährung komplett zu saven, abzusichern. Und deshalb hier die optimale Version, die optimale Variante, natürlich komplett vegan und hat viele wichtige Funktionen für Herz, Nerven, Zellen, Immunsystem, Blut natürlich auch. Deshalb unbedingt auschecken und ihr bekommt sogar ab 25 Euro nochmal ein gratis Exclusive obendrauf. Das sind zum Beispiel die Pink Essentials, sind optimal für die Frauen abgestimmt, nimmst du glaube ich auch jeden Tag. Definitiv, 2 Scoops on a daily basis. Magnesium, Calcium, alles für Haut, Haare, Nägel mit dabei. Deshalb unbedingt abchecken. Wie gesagt, gibt es gratis dazu einfach mal 9 Portionen und sonst im Shop nicht zu kaufen. Also nutzt die Links in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von diesem kleinen Talk. Ich sage danke, dass du dabei warst. Danke dir. Lass es dir schmecken. Und das war's aus Sports und Küche. Keep cooking, keep pumping. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.